Erklären Sie den Produktlebenszyklus. Ja, dann fangen wir mal an. Produktlebenszyklus. Formulieren wir mal sowas wie den Grundgedanken. Grundgedanke. Grundgedanke: Produkte durchlaufen Phasen wie lebendige Wesen. Vielleicht kann man sogar konkreter sagen, so wie Menschen. Ja, und jetzt bleibt nur noch die Frage, was sind das denn für Phasen? Und diese Phasen kann man dann am besten visualisieren mit Hilfe eines Koordinatenkreuzes. Hier steht die Zeit. Achten Sie immer, immer, immer auf die Achsenbezeichnung. Ja, die Menschen prägen sich das Bild hier in der Mitte ein. Aber wenn man sie dann fragt, was steht an den Achsen, dann wissen sie es nicht. Das ist das Wichtige hier. Zeit und hier steht der Umsatz. Und wenn man jetzt hier im Positiven beginnt, es gibt Leute, die fangen hier im Negativen an, aber sagen wir mal, dann haben wir eine solche Entwicklung. Ja, Umsatz in Abhängigkeit von der Zeit. Und die erste Phase hier ist die Einführungsphase. Dann, wenn es hier steiler raufgeht, ist das die Wachstumsphase. Dann hier oben die Reifephase, wo die Zuwächse geringer werden. Dann jenseits des Zenits die Sättigungsphase. Und hier, wenn es hier relativ steil nach unten geht, die Degenerationsphase. Einführung, Wachstum, Reife, Sättigung, Degeneration. Das sind die fünf Phasen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, man kann hier aber noch, wenn der Umsatz negativ ist, vor der Einführung eine F- und E-Phase davor schalten. Da spricht nichts gegen. Ja, das kann man natürlich machen, je nachdem, welchen Standpunkt man einnimmt. Wenn man sagt, wir betrachten erst den Lebenszyklus, wenn das Produkt geboren ist, ja, hier ist sozusagen der Zeitpunkt der Geburt. Dann wäre das hier der Lebenszyklus. Wenn man sagt, wir schauen auch vorher noch in der Forschung und in der Entwicklungsphase, wenn das Produkt gestaltet wird, dann kann man das hier noch hinzuziehen. Produktlebenszyklus, Grundgedanke, Produkte durchlaufen Phasen. Phasen ist hier das Schlüsselwort. Wie lebendige Wesen? Wie lauten die Phasen? Einführung, Wachstum, Reife, Sättigung, Degeneration in Abhängigkeit von der Zeit. Ja, wie lebendige Wesen, hier sehen Sie den Zusammenhang, ne, zur Zeit. Ja, Menschen, die haben auch gewisse Phasen, in denen sie sich befinden. Pubertätsphase zum Beispiel, ja, wäre die starke Wachstumsphase des Körpers. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.